Herzlich willkommen, Kapitäne, Kapitänin, bei Wild und Wurscht. Es geht weiter mit Izumo und der Kitzen ist auch da. Hallöchen! Servus! Erstmal haben wir geile Runde mit den ethnischen Schlachtschiffen gemacht. Jetzt machen wir die. Sind wir bis an T-Level, 2 T-Level höher gesprungen, wir holen meins. Spielen wir erstmal Runde Izumo mal. So, was hast du für nette Schiffe auf Stufe 9? Ich werde wahrscheinlich meinen Friedrich mal wieder ausfahren. Gibt es überhaupt einen Baum, was du mal noch nicht durchgespielt hast bei den Schlachtschiffen? Den italienischen. Die anderen habe ich alle. Fast. Alle 10 Schlachtschiffe hast du schon? Okay. Na, die Briten bin ich nicht beim 10er. Und Italiener habe ich noch nicht angefangen, aber Monty hätte ich. Vermont wäre ich auch fast davor. Ja. Vermont ist ein cooles Schiff, aber so wie hier auch nicht mein Fall. Die Meta ist so wie ich nie, nicht mal zeitgemäß mehr. Ja. Bist du eine. Es ist mehr ein Sniper-Schiff. Also wirklich stehst du mehr hinten mit den Schiffen. Das ist. Ich weiß nicht. Es ist so mein Geschmack. Ach du Schande. Sind ja DDs, yeah. Ja. Nett. Ganz nett. Ja. Ich fahre Richtung B. Okay. Erstmal richtig geile italienische Runde abgeliefert und jetzt gehen wir bestimmt voll auf die Fresse. Wahrscheinlich. Die haben ja in Belfast 43. Wow. Ob man so sagt, welche Battleship Warspite. Schiff wird zum Beispiel Greater Quest eigentlich überhaupt spielen? Hast du da schon mal überlegt? Sorry, ich hab dir gerade nicht zugehört. Boah, ich muss gerade was mit meiner Familie regeln. Achso, na dann. Welche Tier sie im Schiff willst du in Wette Gefechte eigentlich spielen? Duke of York würde ich von auf Tier 7. Duke of York oder Gneisenau. Ja. Das wären meine Schiffe, die ich auf Tier 7 dann fahren würde. Mal gucken. Auf DDs gibt es sehr viele spezielle Schiffe, aber ich glaube, da sind eher die Japaner wieder sehr weit nach vorne. Yudachi vielleicht. Vielleicht wäre die da ganz beliebt. Weil ja, oder die Hasekase-Schiffe. Ja. Besonders die Hasekase 1. Ich glaube, das ist auch so ein Schiff. Nee, Hasekase ist ein 8er Schiff. Ja, mal schauen. Ich denke mal, es wird wieder sehr viel Belfast wieder gespielt. Mal gucken, es könnte mal sein, wir Dings bekommen wieder Entlinter oder Flint. Flint wäre cool, Entlenter. Ich glaube, die Entlenter wär besser. Weil du hast da wenigstens ein Radarschiff dabei. Ja, Entlenter hat halt Radar und mehr Reichweite. Flint hat ja nur knappe 12 Kilometer Reichweite. Bekommt er erst. Ja. Ja, aber trotzdem 12 ist auch immer noch zu wenig. Da gebe ich dir vollkommen recht. Wow, du kriegst fast 1 Kilometer. Wow. Das wird das Ding trotzdem auch nicht besser. Ich bin auch mal so gespannt. Eigentlich bin ich mehr richtig auf den Sommer gespannt, wie die U-Boote performt. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Na. Links und rechts neben dem Schiff eingeschlagen. Schießt du? Wow. Okay, das wieso so Kahn gestorben bei kurz vor C-Cap? Wie geht das denn? Keine Ahnung. Fahren 3 Minuten Game. Jo. Komm. Komm schon, geh nochmal auf. Ach komm, hier ist wieder der. Oh, die Salve sieht geil aus. Nice. 20.000, ich hätte lieber vernichtende Schlacht lieber.
Und tot. Aha. Ich glaube, er wollte relativ schnell von den Taubs weg. Wahrscheinlich. Benem und Shima hab ich persönlich keinen Bock. Er hat geflogen. Benson und Shima, ja. Ey, zu mir war das. Ich hätte lieber, ich lieber gerne den vernichtenden Schlag lieber. Jeder hätte gerne den vernichtenden Schlag lieber. Aber 20.000 war ist auch schon gut gewesen. Das ist korrekt. Also wenn die Zoomer schießen oder wenn sie losballert, dann macht sie richtig Kellner hoch. Na schade. Das fasst den Cover. Ja, wenn sie treffen nur. Aber es gibt Runde, dann triffst du gar nichts. Mm. Ach du Scheiße, guck mal unsere andere, guck mal die andere Frontseite. Au! Das wäre die blöde Georgia gewesen. Okay, da oben sind sie die ist auch nicht schlecht. Ich versuche mal unsere andere Frontseite mal zu unterstützen. Mach das. Bis jetzt ist hier nur die Iowa sehr stark am Pushen. Mhm. Shima down, schön. Na ja, Mist, jetzt ist die Benson. Ja, es tritt die Iowa ab. Ich brauche mal ein bisschen Schuss. Die Iowa trägt und hat noch eine Tarn und so. Das ist mal sein. Boah, er hat gerade Zeta gefressen. Und, boah, nochmal, ich habe einen 10k nur mehr. Einer hat noch Zeta gedrückt und ich habe 10k noch hinterher geschmissen. Hohoho. Nice. I, wie kommt er raus? Das ist das Problem, wenn man die Torps weit fächert. Mm. Na, no, die sind zu kurz. Nee, war schön. Leider den hinteren Teil erwischt, aber der brennt. Das ist schon mal ganz gut. Oh, Shima, bist du bekloppt? Vor meiner Schnauze lang zu droppen. Ich wollte nur einen guten Tag wünschen, anscheinend. Dahinter, irgendwo hinter die Insel. Boah, ach, da ist die Jumpbahn. Okay, die haben die Messe Schusshilfe. Das Problem hier oben sind immer noch die blöden Zerstörer noch. Fahren wir um die Insel rum und versuchen mal den B-Cap zu holen. Weil mein Reich vom Flieger ist eh gleich zu Ende. Ja, ich fahr auch gerade rein. Die Mitte kommt die Georgia. Kannst du gleich den Georgia gleich mitgeben? Ja, bin noch im Relaunch. Der fällt mir zu mir angewinkt. Ach du Schande. Du musst gleich auf High umladen wie die Benson. Wenn die Benson gleich aufgeht, dann kriegt ihr ein paar High-Schelle gleich von mir. Nehmen wir gleich mal schießen könnte mal. Okay, tun wir jetzt mal umladen. Die haben so hardcore aggressiv gespielt und haben sie echt so verloren. Wir haben uns so komplett wieder zurückgezogen. Benson hat getroppt, das ist schon mal ganz gut. High ist drin. Muss nicht. Benson tot. LOL! Aber ich schieße trotzdem auf die auf die Tippe. Deswegen ist mein High Seife übrigens raus. Mm.
Der fährt echt rückwärts. Oder ich dachte, wir wieder vorwärts fahren wieder. Tut er jetzt auch. Ja, hier fand ich die CV, wie anscheinend unser CV jetzt ja. Nee, wie zu mir. Lauch! Flieg abgeschossen, weiß. Ein Topf nur. Ein Schwein besetzt mich auf mich, keiner erzählt, wie er auf mich geschossen hat. Eieiei. Ich glaube, das muss ein Anfänger sein, wie das wieder aussieht. Der richtig wird, weil er richtig zusammengeschossen wird. Wow, ein Treffer nur. Nö. Weißt du, letzte Runde mit Italiener auf Stufe 7 richtig voll fett abgerockt und jetzt mache ich, fahre nur den Channel der. Nett. Na, mir geht's gerade auch nicht anders. Ah, hier, volle T-Pits. Nice. Ach, Tuppets, geht doch bitte auf. Bleib in meiner Stack-Reichweite. Weil, unsere DD-Schwäne, ich bin ja echt hier Schweine gut, muss ich schon sagen. Hinten, boah, Hindenburg fährt gerade schon Breitseite, finde ich sehr nett. Ich habe viel zu weit vorgehalten. Einmal die Höhe durchjagen. Und tut. Voll in meine Kugel einschlagen, ist die Runde gleich zu Ende. Eieieiei. Ja. 61.000 Schaden. No. Ja, wir gewinnen zum Mittelfeld. Es war nicht so extrem geiler Runde. Aber naja. Es gibt auch so welche leider Runden. Es gibt leider Runden. Du fährst einfach so doofe Schaden in dir. Oder du bist einfach auf die falsche Seite gefahren. Oh! Ich habe hier Dings bekommen, meine weitere Schüssenmarke. Gleich mal das mal angucken, Hafen. Meine Werft. Aber kannst du sagen, willst, die Werft sind, was sie immer machen. Es fehlt nur eins, was noch fehlt, ist ein Flugzeugträger noch. Dann will ich aber gerne wissen, wie viel Baufassen da kommt. Viele würden da kommen. Ah, glaube ich eigentlich ja nicht. Ja, an die 40 könnten es dann schon werden. Nee. Das könnte vielleicht mit der 30 sein. Es waren ja schon über 30 für die ganzen Schlachtschiffe. Deswegen. Und für die Puerto Rico waren es ja auch schon ganz schön viele, deswegen. Boah, ich kriege 3 Tage Prämien dazu noch. Wie viele hast du jetzt?
Ich hab 3 Tage zusätzlich mehr Zeit bekommen. 932 Tage nur noch. Ich habe 3 Jahre noch. Premium. Das muss reichen. Naja, wie gesagt, Izumo, es gibt auch allgemein Schlachtschiffe. Wie gesagt, du kannst auch die falsche Seite auch bekommen. Fährst du doofen Schaden hinterher. Oder du hast die richtige Seite bekommen. Du wirst, du machst Schaden. Oder wenn du Pech hast, wirst Schaden gefressen nur. Naja, wie gesagt, Izumo, ganz solides Schiff. Nicht so hammergeil ohne wie der Tesina. Aber naja, wenn es euch gefallen hat, lasst uns Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sagen auf Wiedersehen und Kätzchen sagt auf. Tschüss. Okay.